Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute besprechen wir den MD, den bis dato einzigen Heilermech auf dem Markt und ein Mech der ersten Stunde. Wie der so ist und ob es sich lohnt, MD zu leveln oder freizuschalten, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, MD ist ein Heilermech mit einer Energiekapazität von 16, einer Geschwindigkeit von 22 km pro Stunde und zwischen 9000 und 1400 Lebenspunkten, je nachdem wie hoch ihr euren Mech gelevelt habt. Wenn man sich MD ansieht, also ihn bespricht, muss man verstehen, dass dieser Bot ein absoluter Support-Mech ist. Er wurde nicht dafür gemacht, massenweise Gegner zu zerstören oder eurem Gegner Steine in den Weg zu legen, sondern um sich selbst und verbündete Mechs bei Beschädigung zu heilen. Insbesondere in Verbindung mit einem Mortar-Spieler war der MD in der Vergangenheit sehr erfolgreich einsetzbar, auch im Endgame. Seine bescheidene Energiekapazität erlaubt es ihm darüber hinaus, nur Waffen zu tragen, mit denen er sich selbst im Zweifelsfall notdürftig verteidigen kann. Das ist ein Aspekt, den viele Spieler bisher noch nicht so wirklich begriffen haben. Seine besondere Fähigkeit lautet Reparaturfeld. Und so funktioniert das Ganze. Nach der Aktivierung seines Effekts werden sämtliche beschädigten Mechs des eigenen Teams sowie MD selbst innerhalb eines Radius von 10 Metern schrittweise geheilt. Das Heilungstempo und den Heilungsradius, den kann man mit Implantaten erhöhen bzw. verbessern. Das bedeutet, die verloren gegangenen Lebenspunkte werden Stück für Stück wiederhergestellt, im Sekundentakt. Bei MD selbst sind das zwischen 430 und 4060 Lebenspunkte pro Sekunde, bei verbündeten Mechs zwischen 860 und 8130 Lebenspunkte pro Sekunde, je nachdem wie hoch ihr euren MD gelevelt habt. Machen wir es kurz. Für das Endgame, in dem ein Mech zwischen 250.000 und knapp 400.000 Lebenspunkte hat, ist selbst ein gemaxter MD, auch wenn er ein legendäres Implantat für das Heilungstempo nutzt, absolut nutzlos. Useless, vergesst es. Beispiel. Möchte man einen Seeker, der mit legendärem Piloten auf knapp 270.000 Lebenspunkte auf maximalem Level kommt, heilen, bräuchte das, wenn man davon ausgeht, dass von diesen 270.000 Lebenspunkten 130.000 Lebenspunkte wiederherzustellen wären, ca. 16 Sekunden. Allerdings beträgt die Fähigkeitsdauer von MD nur 10 Sekunden, mit anschließender Cooldown-Zeit von 6 Sekunden. Das bedeutet, für 130.000 wiederhergestellte Lebenspunkte benötigen wir etwas über 20 Sekunden. Mit Implantaten, die den Cooldown verkürzen oder die Fähigkeitsdauer verlängern, kann man hier zwar entgegenwirken, aber dennoch würden wir einfach zu lange brauchen. Wir haben einfach keine 10 bis 15 Sekunden Zeit, in denen wir uns einfach hochheilen lassen können, ohne dabei zu kämpfen. Wenn man das Ganze dann noch auf Tanks überträgt, die ja jenseits der 300.000 Lebenspunkte liegen, führt uns das vielleicht die Nutzlosigkeit dieses Mechs im Endgame vor Augen. Im Early- und frühen Midgame allerdings ist der MD durchaus gut zu gebrauchen. Nehmen wir doch nochmal Seeker als Beispiel. Ein Seeker auf Rang 4 verfügt über 15.000 Lebenspunkte. Ein MD auf Rang 4 heilt mit 3340 Punkten pro Sekunde. Das bedeutet, dass ein Seeker bei 50% an Lebenspunkten, die wiederherzustellen sind, nach ca. 2 Sekunden wieder vollständig geheilt ist. Daher empfehle ich MD auf jeden Fall Spielern, die sich noch am Anfang, also im Early Game befinden und gerne im Team spielen. Auch Midgamer, die den Mech gerne spielen, können diesen Mech getrost mit aufs Schlachtfeld nehmen. Endgamern hingegen rate ich dringend davon ab, diesen Mech zu maxen, geschweige denn ihn mit aufs Feld zu nehmen. Für sämtliche Spielphasen, also Early Game, Midgame und auch Endgame, wenn man sich trotz dieses Videos einbildet, den Mech unbedingt mitnehmen zu wollen, gilt, nehmt den Mech nur mit, wenn ihr im Team losgeht. Wenn ihr alleine spielt, lasst diesen Mech bitte aus eurem Hangar draußen, denn als Einzelspieler bringt er euch in keiner Spielphase etwas. Aber jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von MD? Findet ihr ihn zu schwach? Mögt ihr ihn? Lasst es mich wissen. Lasst uns ein bisschen über MD plaudern in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.